Viele Menschen haben sich ja in der Corona-Zeit wieder alten oder neuen Hobbys gewidmet, zum Beispiel dem Malen. Wir kommen jetzt aber zu einem Profi. Der junge Harburger Maler Ralf Schwinge stammt aus einer bekannten Künstlerfamilie. Bereits sein Großvater war ein berühmter Hamburger Maler. Und Ralf Schwinge hat dieses Talent geerbt und geht nun 100 Jahre später seinen ganz eigenen Weg. Wenn Ralf Schwinge vor seiner Staffelei sitzt, fließen die Bilder förmlich aus ihm heraus. Was dabei auf seiner Leinwand entsteht, überrascht ihn manchmal selbst. Also gemalt habe ich schon immer, mein Leben lang. Also die erste Zeichnung, die ich gemacht habe, habe ich mit 1,5 Jahren gemalt. Die ist auch noch vorhanden. Das war damals, glaube ich, das U-Boot in La Bö. Das haben wir damals besucht und ich fand das so faszinierend. Das ist die erste Zeichnung, die noch vorhanden ist und seitdem immer. Meinen ersten Kurs habe ich besucht mit 11, 12 ungefähr, hat es angefangen, immer verschiedene, auch Landschaftsmalerei und sowas. Habe dann mit 16 angefangen, erste Bilder an Souvenirläden zu verkaufen in der Lüneburger Heide. Habe dann auch meine ersten Ausstellungen gehabt. Er hat auch schon viele große Wände im Auftrag der Stadt Hamburg für U-Bahn-Unterführungen bemalt und die Innenräume ganzer Restaurants und sogar einer Kirche gestaltet. Dabei kann er viele unterschiedliche Malstile bedienen. Aber seine Leidenschaft gehört solchen surrealen Bildern, auf denen es viel zu entdecken und zu interpretieren gibt. Also es ist nicht so, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen komisch, dass ich sage, das ist sehr entspannt für mich oder ich mache es, weil es mir so unglaublich viel Spaß macht. Das ist nicht so. Also es ist schon ein Druck, der aber einfach raus muss. Und ich bin auch nicht so, dass ich jetzt wirklich stundenlang vorm Bild sitzen kann. Also es muss wirklich ein Eins drunter gemalt werden und am besten schnell. Den Flur seines Wohnateliers hat er in eine Art Museum verwandelt. Hier hängen Bilder seines berühmten Großonkels Friedrich Schwinge. In den letzten Jahren hat er einige seiner Werke gekauft. Er hat auch ein altes Skizzenbuch von ihm und malt manchmal Bilder daraus nach. Ich bin dankbar, dass ich das irgendwie wahrscheinlich ein bisschen auch geerbt habe. Und was mich auf jeden Fall mit ihm verbindet, ist, glaube ich, die Landschaftsmalerei. Ich liebe die Lüneburger Heide. Er war auch bekannt als Heidemaler und hat die Heide sehr porträtiert in jeglicher Art und Weise. Seit seiner letzten Ausstellung hat er einen neuen Auftraggeber. Der Sammler Stefan Rather hat Bilder von ihm mit Harburg-Motiven gesehen und ihn daraufhin damit beauftragt, 10 Harburger Stadtansichten zu malen. Aus dieser Serie soll später eine Ausstellung für ein Museum entstehen. Wirklich ein gefilten, Stück, ein echtes schönes Stück Stadtgeschichte. Das ja, vor allem hier auch mit Brinkmann. Ne, das ja, Fahrrad Brinkmann ist auch jetzt leergeräumt. Ne? Ist ja, auch interessant stimmt, zu sehen, auch hier wieder. Zum Zeitpunkt, wo du es gemalt hast, sah es noch ganz anders aus, als es jetzt schon wieder ja, der Fall ist. Ja, das stimmt. Seit den späten 80er Jahren hat es in Harburg keinen mehr gegeben, der über Gemälde, sei es mit Gouache oder in Öl, die Stadt festhält als Chronist. Es wurde viel fotografiert, aber eigentlich keiner mehr, der malt. Und da ist Ralf der Erste seit den 80er Jahren, der sich da wieder rantraut. Und ich finde, er macht das ganz wunderbar. Und daraus ist die Idee für dieses gemeinschaftliche Projekt entstanden. Dann noch ein kurzer Abstecher in eine Druckerei. Hier ist gerade die neue Ausgabe des Harburger Blattes entstanden. Wir sind jetzt gerade dabei, die letzten zusammenzutragen. Pass auf, wenn du es aufmachst, da ist mit Kalender, eine Beilage. Ja, sehr schön. Ist Kalender bei und dann noch was gespannt. Von der Fischhalle. Seit 5 Jahren arbeitet Ralf Schwinge als Illustrator dieser Zeitung. Ralf ist zuständig für eigentlich das Erscheinungsbild. Ne? Das Titelblatt ist unser Aushängeschild. Wir haben kein Geld, um Werbung zu machen. Das heißt, Ralf ist dafür da, das Titelbild so zu gestalten, dass die Leute einfach nicht drum herum kommen, dazu zu greifen. Und das kann er. Denn egal, welches Bild auch aus ihm herausfließt, am Ende ist es irgendwie immer gut.